Willkommen, ihr Lieben, zu einer weiteren Folge Let's Play Clash of Clans mit mir und Thorsten. Ja, und es geht um eure Kommentare. Also, das Video wird fürchterlich kurz, aber ich zeige euch ein bisschen Clash of Clans nebenher. Und ja, ich könnte mal wieder so ein bisschen, hatte ich mir so gedacht, auf eure Kommentare so ein bisschen eingehen, denn einige Kommentare, jetzt kommt es, sind sogar richtig. Das liegt aber manchmal auch daran, dass ich während einer Folge, also wenn ich aufnehme und erzähle und mache und tue, mich auch ab und zu mal verspreche. Und mir fällt es dann natürlich im Nachgang auch auf, aber ich möchte es dann ungern nochmal drehen, sage ich jetzt mal nur, weil ich so verpeilt war während der Aufnahme. Und damit das immer alles schön aalglatt ist und so, mache ich das eigentlich nicht. Ich lasse es so, wie es ist. Das ist dann eher so ein bisschen, das ist unverfälscht. Und von daher habe ich aber wieder schöne Kommentare vor allen Dingen bekommen auch. Ich meine, ich bekomme wenigstens wieder Kommentare. Ich fordere euch ja immer auf, mir bloß keine Kommentare zu schreiben, weil manchmal seid ihr wirklich ein bisschen schreibfaul. Und ich natürlich auch. Woran das liegt, das kann ich euch, sage ich euch dann gleich im Nachgang. Aber zum Beispiel so eine Aussage wie Hauptsache die Clanburg ist voll, das sehe ich auch so, das haben wir geklärt. Das war aus der Folge von gestern, wo es darum ging, die Clanburg zu befüllen und dass das in Ordnung ist, wenn da was drin ist. Dass es jetzt nicht die High-End-Truppen sind, ja, in der Clankriegsliga kann ich das dann schon verstehen. Da kann man dann schon sagen, bitte Max-Truppen und das Richtige in die Clanburg bei den normalen nicht. Trippel, Trappel, Trippel, Trappel, Pony kommt von den Imhoff-Filmen, okay? Mag sein, dass ich die früher mal mit meinen Kindern oder so geguckt habe, keine Ahnung, aber irgendwie spürt mir das immer im Hirn rum, wenn ich das Pet, das Pony sehe, von der. Ja, von wem auch immer. Es ist ja nicht immer die Bogenschützenkönigin, die das Ganze macht, sondern oder die das Ding hat, sondern kann ja auch an ja, irgendeinem anderen Helden hängen. Was haben wir noch? Die Preise sind etwas übertrieben. Ganz, ganz klar bewiesen, die weiblichen Truppen und Helden sind die besten im Spiel. Ja, sie sind wirklich nicht schlecht. Ich greife da immer noch mit an, Leute. Denn ich finde die Armee absolut super zum Farmen. Und aber ich habe auch veröffentlicht, Überprüfung veröffentlichte. Okay. Jetzt muss ich mal. Oh, jetzt bin ich schon wieder verpeilt. Denn es gab auch. Jetzt muss ich doch mal meinen Webbrowser aufmachen. Muss sein, die Kommentare gucken. An der App hier klappt das mal wieder richtig gut. Nein, nicht nur unbeantwortete, sondern auch beantwortete Kommentare. Die da dann kommen mit, da ist jemand aus der Community zu uns gekommen, das finde ich sehr, sehr gut. Und muss mal wieder zum Friseur, hat da jemand geschrieben. Okay, ja, mag sein. Ihr wisst ja, ich habe immer noch den Traum von langen Haaren, aber mag sein, dass ich mal wieder zum Friseur gehen könnte. Ja, mit dem Juwelenschub war die Regenerationszeit gemeint im Event. Habe ich nur Hexen- und Kopfgeldjägerin gemacht. Okay. Ja, kann man auch machen, aber auch da war ich ein bisschen verpeilt. Im Nachgang habe ich es dann natürlich gesehen, dass es der normale Schub war. Also es war jetzt kein, die haben mehr Heilungsschub oder sowas. Habe ich dann auch direkt im Nachgang gesehen und habe gedacht, Toto, da hast du ja wieder Mist erzählt, dass die hier so einen extra Schub kriegen. Nein, das war die ganz normale Regenerationszeit und es war halt nur den beiden Heldinnen gegönnt. Bei der Farbe des Rathauses hätte es dir schon auffallen müssen, dass ich die Tage ein Rathaus 10 Video gemacht habe und habe dem Rathaus 10 versucht, eine Rathaus 11 Base zu machen und nicht zu machen, sondern zu kopieren. Hat natürlich nicht funktioniert. Warum auch? Warum sollte das auch funktionieren, wenn es ja tatsächlich nicht funktioniert? Auch da ist mir das ja dann in der Folge aufgefallen. Ich meine, mir ist es tatsächlich nicht aufgefallen, Leute. Das war jetzt nicht getürkt oder so oder ich stelle mich mal doof hin. Das war wirklich doof. Also so, das war leider so, muss ich sagen. Und schön, dich wieder öfter zu sehen, Toto. Immer ein tolles Vergnügen. Danke, danke. Ja, wenn ich jetzt, da könnte ich zum Beispiel, das zeige ich euch jetzt nicht, manchmal habe ich, das steht unter den Antworten so, ja, das freut mich. Ja, jetzt hat mir jemand geschrieben, schön, dich wieder zu sehen, Toto. Und ich schreibe dazu, das freut mich. Das sind geklickte Antworten, Leute. Das finde ich ganz, ganz nice von YouTube. YouTube hat
die Frage gesehen scheinbar und hat da 3-4 Antworten drunter, die brauche ich nur reinklicken. Ich brauche nicht mal mehr die Tastatur nehmen. Und schon hat derjenige eine tolle Antwort von mir bekommen. Ich hätte das natürlich früher getippt, aber so brauche ich das jetzt nur reinklicken. Das ist cool, oder? Muss man mal so sagen. Ja, 5 Sterne haben leider gefehlt in der letzten Liga. Und ihr seht ja hier in der Liga, beziehungsweise nicht in der Liga, sondern im Klarkrieg, haben wir fast ein Perfect War mal wieder hingelegt. Leider nur einen kleinen Zehner gespielt. Also ein Zehner CK, die 5er und 10er mag ich gar nicht, muss ich sagen. Da hat man halt nicht so viel Möglichkeiten, um etwas, sage ich mal, auszumerzen. Ja. Warum das auch so ist, das werde ich euch morgen zeigen. Morgen gibt es nämlich mal wieder eine Rathaus 12 Folge, also frisches Rathaus 12. Ich habe wieder einen ganz, ganz frischen Rathaus 12. Der dürfte dann auch noch ein bisschen Boost haben. Und die mich schon länger gucken, wissen ganz genau, wer bei mir von 11 auf 12 gegangen ist, sage ich jetzt mal. Und aber einen will ich noch sehen hier. Hase. Mein Name ist Hase. Ich weiß von nix. Doch, er weiß von einigen. Aber sehr, sehr luftlastiger Klarkrieg hier. Ne? Natürlich im Bereich 11 und 12. Ich habe auch, glaube ich, ausschließlich mit Luft, meine ich, angegriffen. Auch mit dem Alex wieder. Auch einmal 3 Sterne geholt. Allerdings konnte ich schon gegen einen Elfer dippen. Mit den Superdrachen. Leute, die Superdrachen im Rathaus 12, 13 und Rathaus 14 Bereich sind, finde ich im Moment ziemlich stark, so will ich es mal sagen. Ich finde sie nicht überpowered, aber ich finde sie ist schon sehr, sehr stark. Und ich habe auch gestern bei irgendeinem gesehen, ich glaube bei Goam war es oder so, in einem Turnier, ich glaube es war die GML, dass dort ganz, ganz viel mit den Superdrachen gespielt wurde. Der nannte die Taktik Hybris, Hydra? Okay, echt? Heißt sie so? Nee, ne? Oder Hydris, keine Ahnung. Das war ein ganz, ganz komischer Name. Ist aber öfter gefallen. Ich habe immer gedacht, Mensch, sind doch nur Superdrachen. Was ist denn daran so Hydra? Ich meine, ich kenne Hydra als eine Applikation aus dem Serverbereich, wo es darum geht, Messdaten zu erfassen zum Beispiel. Oder auch andere Daten. Aber irgendwie so nannte der das. War ganz, ganz, ich fand es ganz witzig. Und aber ich wollte mal wieder so ein bisschen auf eure Kommentare eingehen, weil die Folge jetzt auch nicht ganz so lang wird. Ich habe es zeitlich nicht wirklich hinbekommen und ich werde demnächst auch vermutlich etwas weniger Zeit haben, denn irgendwann endet auch für mich so ein bisschen die Zeit, wo ich hier zu Hause mal eben 10 Minuten abhängen kann und kann mal eben so eine Videofolge machen für euch. Das heißt also, es geht wieder, hoffe ich mal, vermehrt so ein bisschen in die Büros und zu den Kolleginnen und Kollegen. Und das finde ich natürlich sehr, sehr gut, muss ich sagen, dass wir dort wieder vor Ort so ein bisschen was machen können. Ich meine, darüber streiten sich in Deutschland im Moment die Geister. Ich weiß, ich rede da ja so gut wie gar nicht mehr von. Und als wenn es weg wäre, es ist natürlich nicht so. Dafür kennt er mich, aber es ist auch irgendwann über. So muss man es auch sagen. Und aber hier haben wir mal einen Angriff nicht mit Drachen. Okay, oh Tät. Tät nicht mit Drachen, aber mit Superhexen. Mit den ganz, ganz großen Hexen. Und mal sehen, wie er sich das gedacht hat. Da hat er, glaube ich, gerade einen Inferno weggeblitzt und kommt hier mit den Wardenwalk. Okay, also mal ein bisschen langsam, so ein Wardenwalk. Erstmal, also er erscheint erstmal ziemlich langsam. Kann man auch ruhig mal einen Wut draufballern, wenn es denn zu lange dauert. Wenn es mal wieder etwas länger dauert, ne? Ist auch so ein Spruch. Kommt hier jetzt mit der, wie heißt er eigentlich? Gute Frage, muss ich jetzt gleich schon wieder nachgucken, diesen Roller hier. Nicht Mauervernichter, nicht Felsenwerfer, nicht Kampfzeppelin. Toto. Ich gucke jetzt schon mal gerade nach, wie der Teil heißt, Leute. Nicht, dass ich mich dann am Ende korrigieren muss, das wäre jetzt blöd. Das heißt, kurz mal auf ein anderes Device gesprungen. Das mache ich so im Hintergrund. Jetzt blinkt es hier schon wieder bei mir im anderen Handy. Es ist immer irgendwie was los. Ja, bing, bing. Ja, ja.
ich bin noch da und wollte nachgucken, wie dieses Teil heißt. Denn dieses Teil der Belagerungsmaschine heißt Kampfholzwerfer. So, Mensch, jetzt hätte ich schon wieder fast so diesen Punkt erreicht. Der Toto weiß wieder nicht, wie der Teil heißt. Kampfholzwerfer, so heißt er im Deutschen. Und aber schön hier mit den Hexen. Worden in Heilung ist ein bisschen, dass die dann nicht, dass ich meine, okay, die Heiler sind auf den Worden, weil der Worden gerade den Tank dafür die Hexen macht und die Hexen jetzt im Moment keinen Schaden bekommen. Ganz witzig, das ist noch der gegnerische Drachen, ne? Der ist natürlich sehr, sehr langsam. Und da muss sich jetzt nun mal eine Hexe rum kümmern. Die sind jetzt zwar unten schon in der Nähe und kümmern sich immer noch nicht um den Drachen hier. Aber jetzt auch immer noch nicht. Jetzt ist aber auch weg. Das hat jetzt die Queen gemacht. Sehr, sehr schöner Angriff hier vom Tet. Und für diesen Clankrieg war es das in jedem Fall. Also 29-10. Der Clan Free-to-Play hier verliert auch nicht gerne. Kann ich euch sagen, die verlieren nicht wirklich gerne. Wenn wir hier mal ins Kriegslog reinschauen, in das Klassische, dann seht ihr, dass das schon sehr, sehr grünlastig ist. Und die Niederlagen hier eher selten sind. Hier leider die Serie auch schon unterbrochen, so ein bisschen von dem Unentschieden vor 26 Wochen. Ach nee, 261 Tagen, so ist das gewesen. Und schönes Ding, aber ich habe jetzt darum gebeten, dass wir jetzt leider erst bitte wieder einen Clankrieg starten. Ich könnte mal einen starten, wenn wir 15 Leute sind. Wir sind im Moment 7. Ich weiß nicht, woran das liegt, dass wir nur 7 sind. Ich meine, Dumbo ist sowieso ein Spendenaccount, soweit ich das weiß. Aber es sind denn doch, ich meine, von mir sind auch welche nicht dabei. Ja, Toto, warum ist der Toto eigentlich nicht mit dabei? Toto, macht er irgendwas? Ich mache ja im Moment kein Held und gar nichts. Könnte allerdings den Worden anstarten und deswegen mache ich das wahrscheinlich auch, den großen Wächter mal so ein bisschen weiter leveln, wenn ich das schon kann. Aber beim Alex ist es genauso. Der würde nämlich auch, der hätte sonst auch gespielt. Allerdings ist der auch gerade, dort liegt auch der Worden noch ein bisschen länger. Hier dauert es halt schon 7 Tage. Und ich habe halt keine, ich habe noch Bücher, ja, aber die verbrauche ich meistens in den letzten Leveln. Und dieser hier ist 26, geht jetzt auf 27 und so weiter. Aber ich denke mal, morgen mache ich für euch und mit euch eine Folge von Rathaus Level 12. Denn ich habe, jemand ist hier gegangen, hier Donnerbengel has left the clan. Und der Donnerbengel ist jetzt auch endlich Rathaus 12. Die Sachen sind hier noch am Pushen, das seht ihr hier. Ich muss da gleich mal reinspringen und die Minen und Sammler auch leer machen. Also auch beim Donnerbengel geht es jetzt ein bisschen weiter. Der Donnerbengel 2 ist ja noch hier im Clan drinnen. Das ist sein eigener Account, den er ab und zu noch bespielt. Ich muss ihn, glaube ich, mal wieder animieren, den so ein bisschen mehr zu bespielen. Aber immerhin, Donnerbengel ist jetzt Rathaus 12. Und hier kann es also auch ein bisschen weitergehen. Ich hoffe, das freut euch, dass ich mal wieder auch mal ein bisschen 12er Action dann zeige. Ich habe allerdings noch nicht alle Truppen. Die Lager sind jetzt am Bauen, zumindest eins. Und dann sehen wir weiter. Ja, ich hoffe, das Ganze hat euch trotzdem gefallen, auch wenn ich mal so ein bisschen über die Kommentare geguckt habe und habe sie mal beantwortet und auch mal beantwortet, was dahinter steckt, wenn da so Kurzantworten hinter sind. Die hätte ich getippt, brauche ich aber heute nicht mehr machen. Aber natürlich rein getippte Kommentare oder Gegenkommentare von mir gibt es natürlich auch. Aber ihr könnt sicher sein, dass ich immer jeden Kommentar lese. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mal einen Daumen nach oben da. Am Ende vor allen Dingen einer Folge, das ist nämlich jetzt. Und dann bleibt bitte an meinem Kanal dran. Ich bleibe auch am Ball hier mit Clash of Clans, denn da kommt ja auch irgendwas, da müssen wir die Tage auch mal drüber reden. Also, bis dahin, vielen Dank fürs Zuschauen, euer Toto, Clashed.